Die Reichsparteitage 1934. Hitler besucht Nürnberg, die Nazis feiern ihre erfolgreiche nationalsozialistische Revolution. Und mitten in den Wirren des Regimes wird man plötzlich selbst Teil der Geschichte. Wenn auch nur virtuell mit dem digitalen Lernspiel Behind the Scenes Nürnberg 34. Wir wollen mit diesem Format und diesem Serious Game zeigen, was hat es bedeutet, wenn man in dieser Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven und Kontexten das Ereignis wahrnehmen wollte oder musste. Und das hautnah in Nürnberg. Projektleiter Sebastian Kröger nimmt uns mit auf eine teils virtuelle Reise durch die Stadt. Eine wichtige Station im Spiel, die Krelingstraße. Hier lebt eine der Hauptfiguren, der jüdische Junge Fred. Hallo, ich bin Fred. Ich bin 11 Jahre alt, aber bald werde ich 12. Hier stellt er seine Familie vor, das heißt, er erzählt, wie wie der Vater einen Laden hat, wie er den betreibt und was das auch bedeutet. Die ersten Einschränkungen, 34 auch für sein Leben, dass Sportvereine schließen, dass die Schule gewechselt werden muss. Und Stück für Stück lernen die Userinnen und User dann, naja, dass natürlich das Leben eines jüdischen Jungen sich dann doch klar unterscheidet. Fred, der SA-Mann Hugo Koch oder die überzeugte Nationalsozialistin Marlene Kirchner. Durch das Multiplayer-Prinzip kann man in verschiedene Rollen schlüpfen. Interessant wird es vor allem dann, wenn sich die Wege der Charaktere kreuzen. Wie beispielsweise in einer Szene auf der Nürnberger Kaiserburg. Am Samstag dieser Reichsparteitagswoche gab es eben ein Feuerwerk. Und das heißt, er ist dann als 10-, 11-jähriger Junge auf die Burg gegangen und hat dann von dort aus dieses Feuerwerk sehen wollen. Und dann kam es zu genau dieser Szene, dass ein SA-Mann diesen Jungen gefragt hat, ob er ihn nicht auf die Schulter nehmen kann. Und natürlich, er beschreibt es selber, dass was passiert wäre, wenn dieser SA-Mann gewusst hätte, dass er ein jüdischer Junge ist. Hast du den Führer schon gesehen? Ja, kurz beim Deutschen Hof. Ja, sehr gut. So gehört sich das. Die Charaktere und Szenen basieren auf monatelanger Recherche und Zeitzeugenberichten. Viele der Aktionen im Spiel sind tatsächlich passiert. Spieler bekommen neben der Geschichte auch zahlreiche Quellen und historische Bilder an die Hand. So auch in einer Szene am Deutschen Hof. Das Ganze hier ist eine Schlüsselszene. Man hat die vorhin erwähnte Marlene Kirchner, eben eine begeisterte Nationalsozialistin, die hierher pilgert, wie viele hundert oder tausend andere auch, um eben Adolf Hitler zu sehen, der hier in diesem Hotel dann während der Reichsparteitage übernachtet hat. Und in diese ekstatische Grundstimmung beschreibt der jüdische Junge Fred, wie er durch diese Menschenansammlung hier durch muss. Entschuldigung? Darf ich bitte vorbei? Entschuldigung. Kein Schwarz-Weiß, dafür aber komplexe Charaktere mit all ihren Widersprüchlichkeiten. Das Serious Game ist seit über 1,5 Jahren in der Entwicklung und eigens für die neue Interimsausstellung des Doku-Zentrums gemacht worden. In einem halben Jahr sollen Hugo, Marlene und Fred dort dann auch endlich spielbar sein.